KW Kirche. Gedanken zur Woche. Der 5. Januar 2013, das steht jetzt schon fest, wird am Ende dieses Jahres auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick auftauchen. Und er wird auch in den Geschichtsbüchern stehen. Der Grund ist naheliegend. Heute um 9.30 Uhr beginnt das Requiem, also die Messe für einen Verstorbenen, auf dem Petersplatz. Papst Franziskus wird die Messe für den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. Halten. Ja, seit der Meldung von seinem Ableben an Silvestermorgen ist der Vatikan im Ausnahmezustand. Gute 60.000 Menschen sind an dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam vorbeigezogen. Millionen Menschen auf der Welt haben in den sozialen Medien Benedikt im Netz gesehen. Sozusagen ein emeritierter Papst 2.0. Ja, und heute? Bis zu 100.000 Männer, Frauen und Kinder werden auf dem Petersplatz erwartet, um der Totenmesse beizuwohnen. Der 5. Januar, ein Tag, der aber auch mit der 12. und somit letzten Rauhnacht enden wird. Ein Tag, der auf den Monat Dezember verweist. Und eine Rauhnacht, die nahtlos übergehen wird in den 6. Januar, den Tag, an dem die Weisen aus dem Morgenland, Kaspar, Melchior, Balthasar, das Jesuskind in der Krippe einen Besuch abstatteten. Doch bis das zum 6. Januar kam, war ein langer Weg. Sie zogen von weit her nach Bethlehem, folgten einem Stern, der ihnen den Weg zeigte. Dort angekommen, beteten sie, übergaben ihre Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Erinnert mich ein bisschen an die Pilgerung aktuell nach Rom, wo Zehntausende Männer, Frauen und Kinder unterwegs sind, um den aufgebahrten Benedikt zu sehen, niederzuknien, zu beten und Geschenke dort zu lassen. Ja, die Geschichte von damals bewegt uns noch heute im Jahr 2023. Bundesweit ziehen wieder Kinder und ihre Begleiter von Tür zu Tür und sammeln Spenden. Die Sternsinger sind unterwegs und bringen den Segen von Haus zu Haus. Als Dank erhalten sie Geld. Aber nicht für sich, sondern für Kinder, die es wirklich nötig haben, die kein Dach über den Kopf haben, die nicht genug zu essen haben, denen es an Kleidung fehlt, die keine Schulbildung genießen konnten und. Die Aktion Sternsinger ist eine der wichtigsten karitativen Aktionen der katholischen Kirche und gerät auch immer wieder in Misskredit. Da gibt es Erwachsene, die sind der Meinung, die Kirche schickt die Kinder selber los, weil sie keinen Bock darauf haben, selber Geld zu sammeln. Kinderarbeit, schreien die anderen. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr solltet euch schämen. Ihr habt den Sinn dieser Aktion nicht verstanden. Kinder ziehen freiwillig los. Ich wiederhole freiwillig, um Gelder zu sammeln für Kinder, die es nötig haben. Und sie machen es gerne, weil sie das Lächeln, die frohe Botschaft in die Häuser der Menschen tragen möchten. Und der Dank ist ihnen sicher. Meistens. Nicht immer und nicht an jeder Tür, aber an sehr vielen Türen. Das belegen die Millionen von Euro, die Jahr für Jahr durch die Aktion Sternkinder gesammelt werden. Traurig auch, wenn Eltern ihren Kindern untersagen, mitzuziehen. Die vergewaltigen Kinder in der Kirche, da geht mein Kind nicht mit. Auch solche Sätze hört man von Eltern. Sorry, aber immer alles zu pauschalisieren und für alles und jeden anderen die Schuld zu geben, nur weil man sonst keine Argumente hat, ist armselig. Ende der Durchsage. Kommen wir nochmal zurück zum 5. und zum 6. Januar. In Rom besuchen Zehntausende den verstorbenen Papst, Kinder besuchen Hunderttausende Erwachsene zum Spenden sammeln, die Heiligen Drei Könige besuchten ein Kind, das Jesuskind und die Eltern. Alle drei Ereignisse haben einen gemeinsamen Nenner, Jesus. Jesus ist die aramäische Kurzform von Jeschu. Dieser setzt sich aus der Kurzform Jeho, das ist der Gottesname Jahwe, und einer Form des hebräischen Verbs Jascha zusammen. Demgemäß deutet zum Beispiel Matthäus in 1,21 den Namen Jesus als Aussage. Gott ist die Rettung oder der Herr hilft. Die Menschen beim Papst, die Kinder für die Sternsinger, die Heiligen Drei Könige, sie glauben daran. Daran, dass Gott die Rettung ist. Heute, morgen und an jedem Tag. Die Recklinghausen-Bibel. 300 Stimmen aus dem Kreis Recklinghausen haben die vier Evangelien des Neuen Testaments eingesprochen. Lukas, Matthäus, Markus, Johannes. Ein einmaliges Projekt. Produziert vom Bürgerfunk Recklinghausen.